Meine lieben Bücherfreunde und herzlich willkommen beim 12. Türchen meines Highlights Adventskalender. Heute mit einem Buch, was es leider auch noch nicht in echt zu mir geschafft hat. Es geht dabei um das Human Design Buch von Chetan Parkin. Human Design ist ein Thema, das mich in diesem Jahr irgendwie gefunden hat. Über verschiedenste Wege, auf Instagram, auf YouTube, bei Amazon bin ich über das Thema Human Design gestolpert. Habe mich dann so ein bisschen damit im Internet beschäftigt, habe auch mein eigenes Chart mir mal rausgelassen, habe mal grob durchgelesen, was ich so bin, wie ich so bin. Und dann war ich so angefixt von diesem Thema, dass ich mir dieses Buch als E-Book geholt habe. Es wird definitiv als echtes Buch noch bei mir einziehen, weil ich super gerne einfach noch tiefgründiger damit mich beschäftigen möchte, voraussichtlich dann aber im neuen Jahr. Ja, was ist Human Design? Also es geht ein bisschen weiter als Astrologie, denn es ist natürlich schon wichtig zu wissen, wann man Geburtstag hat und auch zu welcher Uhrzeit man geboren ist. Und man geht bei Human Design eben davon aus, dass man vom Universum etwas mitbekommen hat in dem Moment, in dem man eben auf die Erde gekommen ist. Und es geht eben über Astrologie hinaus, denn hier ist zum Beispiel auch nicht das Sternzeichen wichtig, sondern mehr oder weniger der Aszendent. Zusätzlich haben wir die Chakren, die wichtig sind und einen großen Teil einnehmen, und wir haben eben auch noch andere spirituelle Themen, die mit aufgenommen werden und eben ja das Konstrukt, die Bausteine für unser Leben hier festlegen. Und es gibt verschiedene Typen, es gibt auch noch Untertypen und wie das eben sich zusammensetzt, und es war mega faszinierend. Es hat tatsächlich ganz, ganz viel in mir ausgelöst und ich habe mich, glaube ich, noch nie so verstanden gefühlt und noch nie begriffen, warum mir manche Dinge leichter fallen als andere, warum ich aus manchen Dingen so viel Stärke ziehe, warum ich da mit Freuden dabei bin und warum andere Dinge so schwer fallen, und obwohl man eigentlich glaubt, dass es gut ist. Und ich fand das bei Human Design wirklich großartig. Mittlerweile hatte ich auch mein erstes Reading, was natürlich nochmal nachdrücklich ein bisschen mehr an Informationen in mir gebracht hat, mich noch ein bisschen besser durchleuchtet hat, auch die Zusammenhänge besser erklärt hat. Aber dieses Buch war der Anstoß und hat mir unfassbar viele Informationen gegeben. Und ich war so fasziniert, was alles auf mich zugetroffen hat, beziehungsweise auf die Dinge, wie ich denke, wie ich fühle, wie ich manche Gedanken habe, wo man vorher eben gar nicht wusste, dass es dafür vielleicht irgendwie eine Erklärung gibt. Und damit meine ich jetzt nicht, dass es für jedes Gefühl eine Erklärung geben muss, aber dass eben manche Dinge einfach so im Grund in einem festgeankert sind und dass das vielleicht doch irgendwie viel mehr mit unserem Kosmos zu tun hat, als wir eben uns das vielleicht in unserer Welt irgendwie vorstellen können, und wie viel Kraft ich daraus ziehe und auch diese bewussten Entscheidungen, die meinem Typen jetzt entsprechen, wie gut es mir damit geht, wie viel Stärke ich daraus ziehe, wie viel mehr ich dann tatsächlich bin, das ist wirklich großartig mit diesem Human Design. Es wird bei mir auch nicht nur bei diesem einen Buch bleiben, ich habe definitiv vor, die beiden Fortsetzungsbücher auch nach und nach zu lesen und bin wirklich gefesselt von diesem Thema. Und alle, die irgendwie denken, es ist so schwer in diesem Leben und ich weiß gar nicht, was ich falsch mache, vielleicht hilft es, sich einfach mal damit zu beschäftigen. Ich möchte da jetzt überhaupt keinen Ratschlag geben oder sagen, dass Human Design die Lösung für alle ist, aber es ist vielleicht eine Option, einfach sich ein bisschen besser kennenzulernen und einfach mal abzuwägen, ob das was für einen ist. Ich habe tatsächlich auch die Probe aufs Exempel gemacht. Ich habe auch alles in diesem Buch gelesen, was nicht zu mir und meinem Typen gepasst hat, und ich war fasziniert, dass das wirklich nicht auf mich zutrifft. Bei einem Horoskop, das irgendwo in einem Magazin steht, kann man ja theoretisch alle 12 durchlesen und die würden mehr oder weniger auf einen treffen, und deswegen merkt man hier eben, dass es viel mehr ist als eine Astrologie. Dass wirklich auch diese Chakrenansprache super spannend hergeleitet ist, und ja, es ist natürlich jetzt sehr theoretisch, was ich euch erzähle. Ich glaube, man muss es einfach praktisch an sich selbst ausprobieren, sich seinen Typen mal genauer anschauen, was da dahinter steht, um zu erkennen, was ich jetzt wahrscheinlich tatsächlich meine. Für mich wirklich ein ganz, ganz tolles Buch, eine neue Welt, die sich mir eröffnet hat, die ich faszinierend finde und der ich auf jeden Fall noch nachgehen möchte, tiefer gehen möchte und mir hierzu ganz, ganz viele Gedanken noch machen möchte. Und ich fand das einfach großartig. Mir hat es große Freude bereitet und hat mich auch im weiteren Jahr dann noch mega begleitet. Ich, wie gesagt, habe ein Reading gemacht, also wirklich so wie ein Coaching, One-to-One. Ich habe noch weitere Literatur gelesen. Ich folge YouTube-Kanälen und auch Instagram-Accounts, und für mich ist das wirklich eine Antwort auf Fragen, die ich vielleicht noch gar nicht gestellt habe, und das finde ich einfach so faszinierend. Und das war es jetzt auch schon, das 12. Türchen, und ich hoffe, ihr hattet Spaß damit. Ich wünsche euch einen ganz, ganz wunderbaren Tag. Danke euch fürs Zusehen und wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.